Channel switched. So, meine provisorische Blechhüttenkonstruktion hier setze ich auf die Steinmauer. Steht der Amboss, der brennt hier durch, das ist gut. Sonst müssen wir einfach mal gucken, dass wir die Nacht sauber überleben. Ja. Jetzt zum Glück sind jetzt gerade noch echt wenig Zombies da. Manchmal laufen hier nachts dann auch. Ist auch schon blöd, wenn man so eine Horde dann hat. Dann ist man richtig geknickt, sag ich mal. Das läuft dann echt uncool. Wir können eigentlich schon mal. Da haben wir es nicht. Achso, geschmiedetes Eisen sammeln. Okay, den dafür. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Eisen an und für sich. Ja, jetzt stehen hier schon überall drum rum. Die Wachen machen wieder gar nichts, genau. Alle feuern hier. Lohn kürzen. Oh, ja, sehr gut. Das war künstlerisch begabt. Komm, Amboss, werd fertig. Werd fertig. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das können wir hier mal in die Kisten legen. Brauchen wir jetzt auf alle Fälle nicht instant. Bauen tun wir jetzt auch nicht mehr so viel. Baseballschläger. Achso, Leder, dafür war das noch. Leder sammeln, geschmiedetes Eisen. Okay. Den Lehm haben wir dafür. Das müsste ja jetzt dann an und für sich klappen. So, jetzt aber geschmiedetes Eisen. Jupp. 20. Okay, wir brauchen Eisen. Es hilft nichts. Aber wir können natürlich hier auch erstmal anfangen, Sachen kaputt zu hauen. Sowas hier zum Beispiel. Wie viel bringt das? 5. Die Welt ist gerettet. Ja. Oder wir können erstmal anfangen, den hier aus dem Leben zu nehmen. Ja, jetzt geht die Party los. Oh mein Gott. 3 Schuss, 0 Treffer. Mhm. Alter, was zappelt der denn so? Das geht ja gar nicht. Irgendwie die Nacht überstehen. Und dann morgen Materialien sammeln. Machen wir mal ganz leise. Und zack. Also nicht, ich kann mit dem Ding hier nicht durchschießen. Nicht so gut wie eine Pistole auf alle Fälle. Nichts passiert. Oh, hast keine Munition mehr. Wow. Ich habe gehört, hier liegt jetzt ein kleiner Schatz drin für mich. Vorne laufen auch ewig viele rum. Super. Das hat ja gut geklappt. Na gut, wenigstens ist sie weg. Alles etwas anders geplant, aber Improvisation liegt jetzt hier hin, an vorderster Front.
Hilft hier eh nix. Mal gucken, einen können wir noch looten. Holztisch bringt alles nicht viel. Ach ja. So ein Schraubenschlüssel wäre geil. Egal, den können wir auseinandernehmen. Jedes bisschen Eisen, was wir haben, haben wir. Ganz einfach, so ist die Devise. Hm, ja, da geht auch. Das können wir schon mal scrappen. Oh, Kampfanzug. Das ist, das ist natürlich ein schönes Upgrade. Das nehmen wir wohl mit. Alles nur 10. Da springt doch ja nichts. Ja. Munition gut einteilen. Hat gepasst. Wo war der jetzt? Hey. Na, der hat ja jetzt ganz gut getroffen. Blöd ist nur, wenn ich gleich keine Munition mehr habe. Dann sieht das Ganze hier schon anders aus. Naja, ein paar Schuss haben wir ja noch. Ah, toll. Das ist nicht gut. Die gelben Augen sind immer ein bisschen stärker und schneller. Ein Loot dran. Super, 8 Dollar und Kleber. Die Welt ist gerettet. Ich habe 8 Dollar und Kleber. Habe ich hier in der Kiste noch irgendwas an Munition oder waffenfähiges Zeug? Die kann ich höchstens hochstecken, damit die Haltbarkeit wieder hoch ist. Mehr aber auch nicht. Der kann weg, der kann weg. Holz. Ja, nichts, was irgendwie hilft. Ich darf jetzt einfach schlichtweg niemand mehr angreifen. So einfach. Ganz einfach. Können wir die nämlich hier noch hochkombinieren. Bisschen mehr Haltbarkeit, ja. Nicht wirklich spürbar, aber okay. Bevor man sie scrappt und da auch praktisch nichts drin hat, ist das ein okay Ergebnis. Aber wir können natürlich auch einfach als Nachtbeschäftigung, warte, 1500, ist immer eine beliebte Variante, wenn man nachts nichts zu tun hat, sich in den Boden zu buddeln. Erstmal durch die Asphaltschicht hier durch ist, ist der Boden auch automatisch weicher und das geht schneller.
Ach so, aber ich brauche dafür das andere auch noch vor kohltes Fleisch und Lagerfeuer und so, ne? Können wir die auch schon mal hinten dran setzen? Fleisch habe ich ja auch irgendwo schon. Verkohltes Fleisch. Brauchen wir, glaube ich, nur zwei von. Können wir die Quest nämlich hier einfach schon mal weitermachen? Ist dann auch nicht verkehrt. Ein bisschen Brennstoff. Verkohltes Fleisch. Ach, 5 brauchen wir dafür. Was? 5 Fleisch und dann kommt da so ein Mist bei rum? Na geil. Aber sei es drum. Da haben wir schon mal 8 von denen. Ist gut. Ich könnte eigentlich auch noch mal. Hauptsache, wir haben die Quest fertig. 20 liegen da drin. Die 2 können wir jetzt auch noch kaufen. Wo hatten wir es denn? Schmied ist das Eisen. You come back sometime. Ja, irgendwann komme ich wieder. Schon recht. Dann können wir hier nämlich den Baseball. Ist eigentlich auch immer eine schöne Waffe. Relativ schnell. 5 Minuten. Ja. Gucken wir nochmal in die andere Quest. Scavenger. Verkohltes Wildbret einsammeln. Tada. Quest. Fertig. Die nächste sagt uns. Alter Schwede. Gut, Holz sammeln. Das machen wir gleich, wenn es hell ist. Holzrahmenblock sammeln. Hey, 100. Nee, gut, dass wir das gemacht haben. Wie lange ist denn so eine Nacht hier noch, Mensch? Sind wir weit davon entfernt? Sollen wir uns raustrauen? Ich weiß es noch nicht. Oh, my apologies. Ach, 3 Uhr. Aber wir können mal. Das ist das Gute, wenn der Trader. Oh, Tipptopp. Da ist schöner. Da ist Beton drunter. Bauen wir den Trader seinen Wagen mal ab. Ach, guck da, also, da geht doch schon die Sonne auf. Wunderbar. Tun wir die da mit rein. Der Baseballschläger und wie viel brauchen wir für die andere Quest? Holzrahmen sammeln, 50 weitere noch, 100 platzieren, 100 verbessern. Boah, können wir direkt wieder einen Hammer rausholen. Können wir noch eine Holzwand bauen. Werden die Hallen da vorne alle noch voll. So gar nicht der Plan. Das bisschen Holz. Wir gehen jetzt einfach Holz hacken. Von nix kommt nix. Wird schon schief gehen. Ist ja quasi Tag. Oder so. Ein bisschen.
stocken wir jetzt hier noch auf die 1000 Holz auf. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eisen. Hier. Nehmen wir. Und ein Level Up. Das sehen wir natürlich auch gerne. Hopfen. Ja. Hopfen ist auch immer gut. Was wäre die postapokalyptische Zeit ohne Bier? Oder irgendwas, was so ähnlich ist. Okay. 1000 Holz zusammenkriegen. Wenn wir die haben, dann ist das eigentlich schon ganz gut. Und dann müsste auch der Baseballschläger fast fertig sein. Gut. Dann gehen wir mal wieder da rein. Und dann müssen wir gleich weiter Gebäude durchsuchen. Wir wollen ja irgendwann nochmal hier ausziehen. Aus der Butze. Wenn wir es denn dann irgendwann schaffen. Voll gut gelaufen. Einmal genau falsch rum. Ja. Ja, da haben wir die Nacht hier einigermaßen gut überstanden. Ich hätte es schon schlimmer erwartet. Aber es wird auch noch schlimmer. Manchmal hat man auch einfach Pech. Wenn da so eine Wanderhorde da durchzieht, dann guckt man auch ganz schön in die Röhre. Also 20, 40. Und der hat 10. Oh ja, okay, das macht. Ich meine, der hat natürlich die Distanz. Wir nehmen mal beide mit. Die Leiste ist ja groß genug und Munition für was anderes haben wir eh gerade nicht. Also nehmen wir beides. Ist auch schön zum Bauen. Ist ja auch schöner als der Hammer. So. Sind wir, ja, mit der Arbeiterquest sind wir durch. Das ist gut. Dann haben wir jetzt hier 100 Holzrahmen platziert. 100 Holzrahmen. Boah. Sie nieder. Zack. Das ist ein schönes Geräusch. Plong. Bringt das Aufbauen auch noch mal ein bisschen XP. Klatschen wir jetzt mal die Rahmen hier eben hin. Wenn ich hier ausziehe, ist der Trader so dermaßen hässlich, weil hier überall irgendwelche Blöcke dran gepatscht sind. Aber soll uns ja nicht stören, wir sind ja dann weg. Auch anzeigen lassen, die andere ist ja eh weg. Haben wir es wenigstens auf dem Schirm, wie viel wir noch dürfen. Noch dürfen müssen. Ja, ja, alles drauf, alles drauf. Auch Werte. Kann man gleich auch nochmal auf die Vorteile gucken, die wir jetzt haben durch die Berufsfelder, wenn man einfach die Quest durch hat.
Optimal wäre jetzt natürlich gewesen, hätte ich dran gedacht, dass sich die so überschneiden. Ach, weil die Stufen natürlich abpasst. Also, dass ich die Quests so parallel mache, dass ich dieses Holzrahmensetzen jetzt nicht ein zweites Mal tue, sondern es einfach zusammen mit dem anderen gemacht hätte. Aber, na gut, sterben war jetzt auch nicht von. Sieht halt nur der Trader grottenhässlich aus durch die ganzen Blöcke. Hier schon wieder Unterschied. Ich habe doch nicht mehr. Ach so, ich habe die Platzierung wieder aufgehoben. Das macht den Unterschied, glaube ich. Deswegen haben wir da eine Differenz drin. Aber gut, die paar kriegen wir jetzt noch hin. Hier machen wir eine stabile Holzsäule. Ist bestimmt wahnsinnig wertvoll. Wenn die Welt untergeht, wird alles kaputt gehen. Nur diese Holzsäule, die bleibt stehen. Die ist jetzt wichtig. Massive Holzstütze. Massiv Hohl. Und wir nähern uns dem Ende. 82, 83. Bald geschafft. So, ich könnte hier oben auch einfach nochmal anbauen. Schadet ja auch nicht. Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir hier drin das wirklich verteidigen müssen, ist auch völlig egal, wo wir hier die Kante haben. Normalerweise würde ich da eher Gitter dran setzen, damit man runtergucken kann. Aber relativiert sich. Hier werden wir hoffentlich schnell weg sein. So, Quest fertig. Also jetzt gesicherte Holztür. Okay. Und eine gesicherte Truhe auch. Holz. Achso, Holztür. Holztür. Hutor. Hutor. Holztüre. Machen wir so rum. Geht besser. Und platzieren müssen wir die auch nochmal. Oh, jetzt hier. Ha, der Sicherheitsaspekt. Da kommt niemand mehr durch. Niemand. Unbreakable. Holzknüppel. Primitiver Bogen. Naja, gut. Ein. Was soll's? Stock und Stoff. Jo. Brauchen wir zwei. Machen wir so. Auch fertig? Das wäre ja schön.